Große Johann möge mir verzeihen, aber da hat wohl Einstein das, was er beim Patentamt abgeschrieben hat, falsch verstanden. Denn das Buch des Lichts lehrt, die Wahrscheinlichkeit einer solchen Linsenwirkung ist mit weniger als 1 Million zu berechnen. Und dabei haben wir noch nicht einmal das Verbindungsmaterial zwischen den Quasaren und dem Zentrum der Galaxie berücksichtigt. Die Wissenschaftler nehmen an, dass die Rotverschiebung mit der Geschwindigkeit gleichzusetzen ist und merken gar nicht, dass dies zu einer Überschätzung der angeblichen Masse der Galaxie führt oder der Galaxis. In Wirklichkeit ist es so, dass Gravitationslinien sehr selten vorkommen, weil die Wissenschaft vermutet, dass sich das Universum ausdehnt wie ein zu heiß gebackener Apfelkuchen, kommt gleich das nächste Dilemma. Dann nämlich müssten ja die Rotverschiebungen eine kontinuierliche Reihe von Werten aufzeigen, tun sie aber nicht. Sie neigen im Gegenteil dazu, ein Vielfaches von bestimmten Grundeinheiten zu sein, deren wichtigste sind 72,4 Kilometer pro Sekunde und 37,5 Kilometer pro Sekunde. Dieses unerwartete Phänomen kommt bzw. kam für orthodoxe Astronomen wie ein Schock. Sie akzeptieren es einfach nicht als Beweis, weil es ihre eigenen Theorien in den Sand setzt und auf vergeudete Billionen von Euro und Dollar und sonst was von Forschungsgeldern verweist. Eine weitere fixe Idee, nämlich die der Dunkelmasse, setzt sich in den Hirnen der Wissenschaftler fest. Da all dies mit der Urknalltheorie zu tun hat, wollen wir uns damit auseinandersetzen. Also, Rotverschiebung gleich Geschwindigkeit denkt orthodoxe Wissenschaft. Und daraus folgert man, dass sich Galaxien schneller bewegen, als man bisher dachte. Man dachte damals nur falsch und jetzt auch. Aber was soll's, der Steuerzahler finanziert es. Einfacher und billiger wäre es, ein paar Euro auszugeben und das Buch des Lichts zu lesen. Also dann, die lieben Wissenschaftler glauben, es gibt Dunkelmaterie, da die sichtbare Masse der Galaxien für die Wissenschaftler die schnellen Bewegungen nicht erklären kann. Diesen nahezu hundertprozentigen Irrtum füllen die Wissenschaftler dadurch auf, dass sie 90% sogenannte Dunkelmaterie im Raum vermuten bzw. lehren, also dass 90% des Raumes aus Dunkelmaterie bestehen. Buch des Lichts lehrt jedoch kosmischen Herzschlag, Evolution, Involution, Evolution, Involution etc. ohne Anfang und Ende. Das kosmische Herz ist ein Perpetuum mobile. Das einzige, welches im gesamten Universum existiert. Buch des Lichts lehrt zudem eine periodische Materialisierung und Ätherisierung, dies jedoch nicht auf eine physische Ebene beschränkt, sondern auch in höheren Welten, bestehend aus Bewusstsein, Substanz. Die Jungfrau-Akkumulation enthält unsere gesamte Milchstraße, welche wiederum nur ein Teil lokaler Galaxien ist. Neben der Jungfrau-Akkumulation finden wir die Formax-Akkumulation und dahinter vage, verschwommene Objekte mit starken Rotverschiebungen. Würde man anstatt seine Zeit nicht mit Rotverschiebungsmessungen in dunklen Bereichen des Himmels verschwenden, sondern stattdessen viel entscheidendere Objekte untersuchen, nämlich solche, welche ganz klar die Annahme widerlegen, dass Rotverschiebung die Entfernung darstellt, hätte man die vergeudete Zeit besser und kostensparender genutzt. Die Wissenschaft hat damit ein völlig falsches Bild des außergalaktischen Raumes und befasst sich mit peinlicher intellektueller Zeitverschwendung. Buch des Lichts lehrt, es gibt Galaxiehaufen, die aus jungen Objekten bestehen, welche ausgestoßen wurden von naheliegenden aktiven Galaxien, so wie ein Baum seine Sporen oder Samen ausstößt. Würden die Hubble-Leute von diesen Teleskopen ihre Bilder von sehr stark rot verschobenen Galaxien richtig definieren, dann würden sie feststellen, dass diese Galaxien nicht so weit weg sind, wie sie vermuten. Der Grund ist offensichtlich. Sie definieren Rotverschiebung falsch. Vielleicht ist das Universum gar nicht so groß, wie man meint. Buch des Lichts lehrt, alle kosmischen Distanzskalen der orthodoxen Wissenschaft sind einfach falsch. Buch des Lichts lehrt, es gibt keinen leeren Raum. Hat es nie gegeben, wird es nie geben. Alles ist erfüllt mit Leben, mal schlafend und mal aktiv. Es gibt per se keine Ausdehnung oder Zusammenziehung des zeitlos ewigen, unendlichen Raumes. Erscheinen und Verschwinden des Universums mit allem darin ist eine Zustandsänderung ein und derselben
Urmaterie, aktiviert von Monaden in hierarchischer Reihenfolge. Das Universum ist eine Verkörperung einer kosmischen Wesenheit. Es stirbt, wie Menschen sterben, und wird wieder geboren, wie Menschen wieder geboren werden. Es geht zu Bett, wie ein Mensch zu Bett geht und schläft, und derselbe Mensch wacht am nächsten Morgen wieder auf und ist wieder erwacht. Aber es fand eine Veränderung statt. Ehre sei dem Buch des Lichts. Darum, die Wissenschaft von heute ist nicht am Ende, sondern bestenfalls am Anfang und wäre gut beraten, das Buch des Lichts als wissenschaftlichen Leitfaden zu nutzen. Das Buch des Lichts lehrt, das gesamte Universum ist einfach der sich ständig ändernde Zustand ein und derselben Wesenheit. So wie ein Mensch nachts schläft und derselbe Mensch am nächsten Morgen wieder erwacht und sich weiterentwickelt, etc., etc. Fakt ist, mein Lieben, ein unendlicher Raum kann sich gar nicht ausdehnen. Denn unendliche Ausbreitung lässt keine Vergrößerung zu. Das lehrt uns schon der gesunde Menschenverstand. Wir haben es also hier lediglich mit einer periodischen Zustandsänderung einer kosmischen Wesenheit zu tun, deren Teil wir sind. Diese kosmische Wesenheit entwickelt sich periodisch von unbegrenzter Subjektivität in unbegrenzte Objektivität und zurück in unbegrenzte Subjektivität und so weiter. Die Wahrheit dieser Aussage kann man nur meditativ erfahren. Fazit: Es gibt nichts Erschaffenes, es gibt auch nichts per se Entstandenes oder Entstehendes, sondern es gibt nur eine ständige Umwandlung von bereits Bestehendem. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Ehre sei dem Buch des Lichts. Meine Lieben, es gibt im gesamten Universum nur ein einziges Lebewesen. Und sein Name ist Adam Kadmon. Und wir sind Teil davon. Wer es zu fassen vermag, der fasse es.